Ich bin jetzt hier mit Florian Amann von den Diving Ducks. Florian, du hast heute sehr coole Plays gemacht auf Third Base und zwei wichtige Hits gehabt für die Mannschaft mit RBIs. Erzähl uns etwas über die heutige Begegnung. Also es war am Anfang ein bisschen ruckelig sozusagen der Start. Also früh sind wir schon hinten gegangen, aber wir haben halt nicht aufgegeben und haben uns zurückgekämpft. Ja, und durch deine RBIs auch wieder in Führung gegangen. Florian, du bist ja auch im Unter-18-Nationalteam. Ihr habt vor zwei Wochen in Polen umgeschlagen, dieses Turnier gewonnen, den Qualifier. Was ist deine Ambition für deine weitere Karriere im Nationalteam? Also es war natürlich eine super Experience, dass wir da gewonnen haben in Polen. Und nächstes Jahr habe ich auch noch die Möglichkeit, im April zu spielen, wo ich mir auf jeden Fall den Klassenerhalt wünsche und vorhabe, das zu erreichen. Und natürlich habe ich auch das Ziel, in Zukunft den Kälteren im Nationalteam aufzunehmen. Super, vielen Dank, Florian. Jetzt bei mir Peter Feichlinger von den Grasshoppers. Peter, Kevin Castillo hat heute gefehlt und gleich am Anfang des Spiels die schlimme Verletzung von Madison Beard. Kannst du was über die heutige Begegnung sagen? Ja, hat unglücklich angefangen für uns. Wir wissen, dass wir, wenn wir heuer Partien sehr solide gewonnen haben, das meistens über die Offense funktioniert hat. Man hat dann zwar so starke Bats quasi von Beginn an ausfallen, dann ist das nicht leicht. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ja, wir haben auch nicht besonders gut gespielt und aus meiner Sicht auch so verdient verloren. Bitte, seid ihr nach wie vor im Playoff-Rennen. Was habt ihr euch noch bis Ende des Jahres vorgenommen? Naja, jetzt haben wir noch einmal eine Woche Pause, nach der langen Pause, die wir jetzt hatten. Und dann geht es hauptsächlich gegen die Bulls am 3. August weiter, also im August dann jedes Wochenende. Ziel sind nach wie vor 500 oder mehr im Schnitt, das heißt 5 Wins müssen noch her und das ist der Plan. Und die holt ihr euch dann im Westen her? Ja, mangels Alternativen. Super, vielen Dank, Peter. Danke. Jetzt bei mir Ferdinand Ovet von den Diving Ducks. Ferdinand, heute Starting Performance am Mount. 4 wichtige Hits für deine Mannschaft, solid im Outfield gespielt. Wie ist dir heute gegangen im Spiel? Sehr gut. Also man versucht dem Team zu helfen, wo es geht. Sei es an der Plate mit dem Schläger oder im Mount. Und ja, ich habe halt mein Bestes gegeben und am Ende haben wir zum Glück mit dem Win. Sind wir dann vom Feld gegangen. Super Partie heute. Ferdi, du bist ja auch im Nationalteam. Im September geht es nach Deutschland, nach Bonn und Solingen. Was hast du dir selber vorgenommen für die Europameisterschaft? Mir persönlich nehme ich generell eher weniger Ziele. Also, dass ich jetzt 5 Vize bin in einem Spiel, sondern mir ist eher wichtiger, dass wir als Gewinner vom Feld gehen. Und weil im Endeffekt, das ist das, was Championship oder was uns den Erhalt im Abwurf bringt dann. Super, vielen Dank, Ferdi. Danke.